Dr. Bayer, das ist Ihr erster Nikolausempfang als Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes. Wie war's? Ja, es war ein schöner Abend mit anregenden Gesprächen, einem tollen Festvortrag. Wir haben viel gelacht, wir haben viel gelernt. War ein rundum gelungener Abend. Es waren auch sehr viele Politiker da, Abgeordnete des Bayerischen Landtags, natürlich insbesondere aus dem Gesundheitsausschuss des Bayerischen Landtages. Sie haben die Gelegenheit genutzt, um auch ein paar Botschaften zu adressieren. Was waren das für Botschaften? Die eine Botschaft war, dass Regressgefahr, Regressandrohung in unseren Praxen die Gesundheitsversorgung gefährdet, am Beispiel der Grippeimpfstoffe, wo ich gefordert habe, dass wir endlich bei den wichtigen Themen von dem Thema Regressangst wegkommen müssen. Es war zweitens das Thema zum Terminservicestellenversorgungsgesetz, das an sich schon ein bisschen die Situation ad absurdum führt. Wir denken, ja, wir müssen Verantwortung in der Versorgung übernehmen, über Hausarztverträge, über das, was wir in unseren Praxen leisten, aber Regularien, die bis in die tägliche Arzt-Patient-Beziehung hineingehen, werden die Versorgung nicht verbessern, sondern verschlechtern. Also weniger Bürokratie, mehr Arbeit mit dem Patienten. Und das dritte Thema ist, dass wir sehr behutsam mit dem Thema künstlicher Intelligenz in der Arzt-Patient-Beziehung umgehen müssen. Wir haben da durchaus auch Defizite in dem, wie wir kommunizieren, wie viel Raum, wie viel Honorar wir für gute Gespräche bekommen und brauchen jetzt nicht noch eine künstliche Intelligenz, die ein weiterer Störfaktor in der Arzt-Patient-Beziehung ist. Telemedizin, ja, da gibt es tolle Sachen, da wird der Hausärzteverband im nächsten Jahr auch sehr aktiv sein, aber keine arztersetzende künstliche Intelligenz in unseren Praxen. Nikolausempfang heißt, Weihnachten steht vor der Tür. Was wünschen sich die Hausärztinnen und Hausärzte in Bayern vom Weihnachtsmarkt? Die wünschen sich das Thema Regresse weg und noch mehr Anerkennung für die hausarztzentrierte Versorgung. Vielen Dank. Danke.